Dach zusammen. Kurz vor Ende der offiziellen Weihnachtszeit schnell noch eine Geschichte über dieses Wunder aller Wunder, über dieses Fest aller Feste, über Weihnachten. Angeregt dazu wurde ich durch einen Artikel in der zwar ultrakonservativen, aber hinreißend gemachten Zeitschrift Vatikan Magazin. Es ist eine Geschichte über eine Person, die bei der Geburt des Jesuskindes in der allerersten Reihe dabei war, nämlich der Esel. Schon zu Zeiten des Römischen Reiches galt die Bezeichnung Esel nicht nur dem Tier, sondern war ein Begriff für Dummkopf, Asinus. Welch Unrecht hat man mit dieser Bezeichnung, diesem wunderbaren Wesen Esel angetan? Und dass der Esel kein Dummkopf ist, sondern eine herausragende Eigenschaft und Rolle in der Heilsgeschichte der ganzen Welt hat. Dazu braucht man nur in die Geschichte des Jesus von Nazareth zu schauen. Also, bei seiner Geburt war dabei der Esel. Und wer war der erste Christophorus, der erste Christusträger? Richtig, der Esel, der den kleinen Jesus auf der Flucht nach Ägypten trug. Und wer trug denselben Jesus beim triumphalen Einzug nach Jerusalem auf dem Rücken? Der Esel. Und jetzt noch eine faszinierende Geschichte. Einer der allerersten, also der allerältesten Darstellungen der Kreuzigung Jesu ist eine Spottzeichnung. So wie wir diese Spottzeichnungen oder Graffiti aus den öffentlichen Toiletten kennen. In einem antiken Haus in Rom fand man also aus dem ersten Jahrhundert nach Christus ein Graffito, also im wahrsten Sinne des Wortes, mit einem Stift eingeritzt in einer Tonscheibe folgende Darstellung. Ein Mann hängt am Kreuz. Davor kniet ein Legionär, ein römischer Soldat. Und der Mann trägt einen Eselskopf. Und dazu der spöttische Satz: Alexamenos betet seinen Gott an. Also schon damals galt diese christliche Gemeinde, die behauptet, dass Gott selber Mensch geworden ist und dass dieser Mensch gewordene Gott mit den Menschen bis in einen schmerzhaften Tod mitgeht, galt also damals schon vielen als Eselei, als Dummheit. Was für eine wunderbare historische Wendung. Fehlt noch ein Witz. Dazu muss man wissen, dass die Jesuiten eigentlich Societas Jesu heißen, das heißt Gesellschaft Jesu. Und man muss wissen, dass die Jesuiten, weil sie tatsächlich die doppelte Zeit studieren müssen und ohne ein solches Studium überhaupt nicht Jesuit werden dürfen, dass diese Jesuiten als Gesellschaft Jesu manchmal etwas hochmütig waren. So traf sich also ein Franziskanermönch und ein Jesuit, ein Mitglied der Gesellschaft Jesu. Und der Jesuit sagt: Ach, was seid ihr Franziskaner doch ungebildet? Darauf antwortet der Franziskaner: Wir mögen zwar ungebildet sein, aber wir wissen immerhin, was der erste Gedanke war, als das Jesuskind nach seiner Geburt die Augen aufschlug. Hä? Fragte da der Jesuit.
Was sollte das für ein Gedanke gewesen sein? Nun ganz einfach, antwortet das Franziskanermönchlein. Jesus schlug die Augen auf, sah auf der einen Seite einen Ochsen, auf der anderen Seite einen Esel, und dann dachte er, aha, das ist also die Gesellschaft Jesu. Denn im Garten des Lebens ist Humor der beste Dung, das sagt der bergische Jung.